Das ist der Flughafen in Toulouse. Heute ist der 28.09.2021. Wir sind gerade angekommen und wir warten jetzt auf unser vorbestelltes Mietauto. Was uns aber einige Schwierigkeiten bereitet, da Heike ihre Kreditkarte nicht dabei hatte, bekommen wir auch dieses Auto nicht. Also mussten wir uns dann umsehen nach einem anderen Vermieter und dort haben wir glücklicherweise dann einen Wagen bekommen. Das ist jetzt unser Hotel. Das ist jetzt die berühmte Brücke von Karuhr, das Wahrzeichen von Karuhr, La Pont Valandré. Traumhaft schöner Ausblick. Hier fährt jetzt ein Schiff in die Schleuse. Diese Schleuse muss noch manuell bedient werden. Der Blutvorgang wird gestartet. Und erst wenn der Wasserpegel stimmt, darf die Schleuse geöffnet werden.
Bei dieser Schleuse muss noch gekurbelt werden. Jetzt kann das Boot seine Fahrt wieder aufnehmen. So, wir werden nun eine Stadtrundfahrt mit dem Bähnchen unternehmen. Hier kommt jetzt das Kloster und der Stephansdom ins Bild. Der Brunnen ist der Gaubertbrunnen. Das ist das Rathaus. Hier ist eins von vielen wunderschönen Eingangsportalen zu sehen.
Der Dom Saint Etienne.
Das ist jetzt die Flussrundfahrt mit dem Boot um Karor. Diese Brücke wurde von dem Erbauer des Eiffelturms aufgebaut und geplant. Sein Name war Gustav Eiffel und der Fluss ist die Lot. Thank you.
Excusez-nous, on peut pas rentrer dans l'écluse. N'écoute pas. Stop. Stop. Maman, vous rentrez pas dans l'écluse. Die beiden haben wohl nicht so richtig die Kurve gekriegt. Jetzt werden wir gleich geschleust. Gleich ist der Wasserpegel erreicht und die Schleuse wird sich wieder öffnen. Jetzt kann die Fahrt fortgesetzt werden.
Hier sehen wir jetzt noch einmal die Kathedrale von Cahors. Und das ist das Haus von Heinrich dem Vierten.
Das war unser Schiff, mit dem wir jetzt die Rundreise gemacht haben.